begrüße Sie zur Veranstaltung Strukturierte und objektorientierte Programmierung. Wir hatten in den letzten Wochen die Grundlagen der verschiedenen Sprachelemente ja kennengelernt. Das hatte ich letzte Woche auch schon mal gesagt, glaube ich, diesen Text. Dann haben wir letzte Woche uns mit testgetriebener Entwicklung so ein bisschen auseinandergesetzt, haben nochmal gesehen, wie Methoden funktionieren und wollen uns heute mit einem Kapitel beschäftigen, was auch in sehr engem Zusammenhang steht mit Methoden und der Idee, Teile eines Programms halt auszulagern und wiederverwendbar zu machen. Und wenn wir so eine Methode schreiben, dann haben wir ja immer die Möglichkeit, einen bestimmten Quellcode unter einem festgelegten Namen immer wieder von verschiedenen Stellen unseres Programms aus aufrufbar zu machen. Und wir können das über die Parameter, die diese Methode hat, eben auch noch parametrisieren. Das heißt, jeder Ablauf der Methode wird eben gesteuert über die konkreten Parameter, die dann übergeben werden, immer etwas anders verlaufen, also mehr Schleifendurchläufe oder vielleicht wird ein anderer Pfad von der Bedingung betreten. Das alles natürlich auch kombiniert. Wissen Sie ja, dass wir all diese Konstrukte auch miteinander kombinieren können, Bedingungen und Schleifen und so weiter. Und wichtig dabei ist einmal, dass wir die Daten, die in solchen Methoden verarbeitet werden, dass die immer lokal sind, dass wir also dass wir alle Daten, die diese Methode benötigt, entweder als Konstante in der Methode vereinbaren oder sie eben über die Parameter mitliefern und das nicht über solche pseudo-globalen Variablen machen, wie ich das letzte Woche gemacht habe bei der testgetriebenen Entwicklung. Da habe ich ja diese statische Klassenvariable eingeführt für den Gesamtpreis. Das hat ja nur der Verdeutlichung dieses Konzepts testgetriebene Entwicklung gedient, aber man versucht möglichst nicht, solche Variable einzufügen, die von verschiedenen Methoden aus dann zentral zugreifbar sind, sondern man versucht, so eine Methode immer alle Daten zur Verfügung zu stellen, die sie für den jeweiligen Durchlauf benötigt. Und das passiert eben über die Parameter. So, wenn wir uns das jetzt einmal anschauen. Nehmen wir mal an, wir haben so eine Klasse hier. Und darin gibt es vielleicht eine Methode F. Und die tut irgendwas. Und dann haben wir vielleicht noch eine Methode Main. Und in dieser Methode main können wir dann zum Beispiel die Methode f aufrufen. Ja, das ist ja so der übliche Weg, wie das alles funktioniert. Dann kennen Sie auch noch die Variante, dass wir jetzt vielleicht noch eine zweite Methode haben. Die nenne ich jetzt mal G. Und in dieser Methode G kann ich natürlich auch die Methode F aufrufen. Ja, das ist jetzt nicht besonders überraschend. Also, wie schon mehrmals gesagt, überall dort, wo ein bestimmter Typ verlangt wird, kann etwas stehen, was diesen Typ
erzeugt oder zurückliefert. Oder was zu diesem Typen, zu einem Wert dieses Typs evaluiert werden kann. Und das verkündet die Methode eben über den Rückgabetyp. Bei int ist es, bei g ist es hier genauso. Und das funktioniert dann so. Hier fehlen jetzt natürlich noch die Returns. Ich schreibe jetzt hier mal noch Return Y. Und hier schreibe ich mal Return 42 hin. Wenn wir uns diese Situation betrachten, ist es nicht besonders überraschend. Uns hindert jetzt natürlich auch niemand zu sagen, ich mache hier einen Aufruf nach G. Ja, was passiert dann? Hier unten wird die Methode F aufgerufen. Dann wird hier eine Variable Z deklariert und gleichzeitig eine Zuweisung durchgeführt und die Methode G aufgerufen. Das erste, was die Methode G macht, ist, dass sie die Methode F aufruft. Die ruft die Methode G auf, die ruft die Methode F auf, die ruft die Methode G auf, F auf und so weiter. Das ist prinzipiell erstmal zulässig, syntaktisch korrekt. Von der Funktionalität her natürlich im Moment noch fragwürdig. Aber das kann man tun. Sie werden jetzt sicherlich schon erkannt haben, dass die Situation, die ich hier skizziert habe, jetzt zu einer Endlosschleife führen würde. Ganz konkret würde der Aufrufstack überlaufen. Also immer in dem Moment, wo ein Methodenaufruf erfolgt, werden die aktuellen Daten, die in dieser Methode verfügbar sind oder vorhanden sind, also alle Variablenwerte, werden auf eine Datenstruktur gelegt, die sich Stack nennt. Die haben Sie letzte Woche von Herrn Greveler kurz eingeführt bekommen. Und wenn natürlich nie diese Aufrufe zurückkehren, ja, wir sind ja sozusagen immer noch in dem ersten Aufruf von F drin, wenn wir jetzt hier wieder zurückspringen und hin und her springen, ja, also wir kommen sozusagen immer tiefer in diese Aufrufhierarchie, dann wächst die Datenmenge auf dem Stack sehr schnell an und irgendwann läuft der Stack über, weil er sozusagen voll ist, also der Stack hat einen bestimmten Speicher, der für ihn reserviert ist und wenn er voll ist, ist er voll und dann stürzt das Programm ab. So, das heißt also, das ist jetzt fachlich nicht besonders klug. Darum geht es aber nicht, es geht um die Struktur. Uns hindert jetzt natürlich auch niemand daran, hier hinzuschreiben, F. Also aus der Methode F heraus die Methode F auch wieder aufzurufen. Ja, da werden Sie sagen, oh Moment, jetzt habe ich gerade erst die Methode F betreten und dann springe ich wieder raus und beim Rausspringen betrete ich die wieder selbst. Dieses Verfahren nennt man Rekursion, eine Methode, die sich selbst aufruft. Und damit lassen sich verschiedene Probleme der Informatik sehr elegant lösen und sehr einfach aufschreiben. Wenn wir das jetzt tatsächlich genauso machen würden, wie ich das hier aufgeschrieben habe, dann würde so eine endlose Rekursion eintreten und wir würden irgendwann mit vollem Stack den Programmabbruch erleben. Das heißt, man braucht in so einer rekursiven Methode immer etwas, und das können Sie sich zu Hause über Ihr Bett nageln, man braucht immer eine Abbruchbedingung. Ja, also wenn Ihnen jemand sagt, Rekursion, ist das erste Wort, was Ihnen einfällt, Abbruchbedingung. Die Methode, die rekursive Methode, muss irgendwie feststellen können, dass jetzt Schluss ist mit dieser Aufruftiefe. Was da fachlich dahinter steckt, werden wir gleich noch sehen. Und das nennt man die Abbruchbedingung. Also es muss irgendeinen Punkt geben, wo dieses immer tiefer in die Aufrufhierarchie hineinlaufen einmal endet, weil eben eine Bedingung eingetreten ist, anhand derer die Methode jetzt merkt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir wieder nach oben und liefern das Ergebnis zurück. Wie gesagt, das ist keine fachlich saubere rekursive Definition. Ich würde einmal nochmal auf das Problem der Fakultät zurückkommen wollen. Sie erinnern sich, Fakultät, wir multiplizieren die
natürlichen Zahlen von 1 bis n auf und das Ergebnis ist dann die Fakultät. Wenn wir uns das einmal anschauen, wie die definiert ist, n-Fakultät ist 1, falls n gleich 0 und ist 1 mal 2 mal 3 und so weiter sonst. Ja, das ist die Definition der Fakultät, die Sie jetzt schon kennen. Und hier sieht man auch sofort die Schleife, mit der wir diesen Wert berechnen würden. Ein Mathematiker würde jetzt sagen, das ist aber gar nicht besonders elegant. Das ist nicht schön aufgeschrieben. Ein Mathematiker würde eine rekursive Definition der Fakultät aufschreiben. Die unterscheidet sich in diesem Fall für die Null eigentlich nicht von der iterativen Variante. Und die Idee bei der Rekursion ist jetzt, ein Problem herzunehmen, festzustellen, oh Gott, das ist viel zu groß. Ich mache das Problem mal kleiner und schiebe es weg. Sollen sich andere drum kümmern, wie auch immer. Ja, also man versucht, von dem Problem einen Teil abzuspalten und diesen kleinen Teil zu lösen und den abgespaltenen Teil wieder durch die rekursive Methode lösen zu lassen. Wenn man sich dann vorstellt, dass es dann so eine Aufrufhierarchie gibt, dann wird natürlich bei jedem dieser Aufrufe wieder ein Teil des Problems abgespalten, bis irgendwann dieser Fall hier eintritt, bis also von dem Problem nichts mehr übrig geblieben ist. Das ist die Idee, die hinter der Rekursion steckt. Ein kleiner Tipp als Gedankenmodell, man sollte nie versuchen, diese Aufrufhierarchie im Kopf nachzuvollziehen. Oder was heißt, man sollte es nie? Sie können es natürlich versuchen, aber Sie werden schnell merken, dass Sie einen Knoten ins Gehirn kriegen. Ein viel besserer Ansatz bei Rekursion ist, sich zu sagen, ich schreibe jetzt diese Methode und ich bin sicher, dass die Methode genau das tut, was ich von ihr erwarte, nämlich, dass sie beispielsweise die Fakultät berechnet und ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Wir müssen also, wenn wir eine rekursive Methode schreiben, davon ausgehen, dass diese Methode im Prinzip schon existiert, obwohl wir sie gerade eben erst schreiben. Ja? Und davon darf man sich keine Angst machen lassen. Das ist eigentlich so das Geheimrezept dabei. So, wenn wir das jetzt rekursiv aufschreiben wollten, nehmen wir mal an, wir würden jetzt die Fakultät von 6 berechnen wollen. Was ist denn der letzte Schritt, wenn wir die Fakultät von 6 berechnen? Wer kann mir das sagen, ja? 6 mal die Fakultät von 5. Genau, sehr schön. Also, und wenn wir das jetzt verallgemeinert aufschreiben, ist das n mal n minus 1 Fakultät sonst. Ja? Also wir vereinfachen unser Problem, weil wir sagen, boah, 6 Fakultät ist viel zu kompliziert. Das kann ich nicht ausrechnen, weiß nicht, wie das geht. Aber ich weiß, das ist 5 Fakultät, also n minus 1 Fakultät, mal 6. Das heißt, ich habe hier an der Stelle mein Problem verkleinert und habe mir dafür hier eine zusätzliche Multiplikation eingehandelt. Ja? Aber das eigentliche schwierige Problem, was natürlich jetzt im Hinblick auf die Fakultät nicht wirklich schwierig ist, weil wir alle verstanden haben, wie es funktioniert, aber es gibt auch deutlich komplexere Probleme, die man rekursiv lösen kann. Das eigentliche komplexe Problem, das wird hier an der Stelle eben dann verkleinert, in dem Fall um 1, und dann wird da was dran multipliziert. So, und wenn man so eine rekursiv definierte Funktionsgleichung hat, dann kann man das direkt in Quellcode übersetzen. Das hier ist die Abbruchbedingung. Ja, also wenn wir so tief reingegangen sind, dass wir gesagt haben, 6 mal Fakultät von 5. Gucken wir wieder, wie ist die Fakultät definiert.
n ist nicht 0, also 5 mal Fakultät von 4. Und dieses 6 mal vom vorherigen Aufruf müssen wir uns noch merken. Fakultät von 4, gucken wir wieder hier vorn. Die Zeile gilt nicht, also gilt die. 4 mal Fakultät von 3. 3 mal Fakultät von 2. 2 mal Fakultät von 1. 1 mal Fakultät von 0. Und jetzt kommen wir das erste Mal hier hin. Und an der Stelle bricht es dann ab, weil wir hier direkt sofort eine Antwort geben können. Also hier müssen wir das Problem nicht mehr verkleinern, weil wir wissen, dass Fakultät von 0 eben 1 ist. Und jetzt wird auf dem Rückweg diese ganze Kette von Multiplikationen ausgeführt und am Ende wird das Ergebnis zurückgeliefert. Ich schreibe das jetzt einmal in Java an. Also wir haben public static int Fakultät von einem n. Und das können wir jetzt genauso abschreiben. Als erstes schreiben wir die Abbruchbedingungen hin, also falls n gleich 0 ist, liefern wir 1 zu. So, und else brauche ich jetzt hier nicht, weil sofern dieser Pfad betreten wird, wir in jedem Fall die Methode verlassen. Und ansonsten, ja, was liefern wir ansonsten zurück? Ansonsten liefern wir das zurück. Also return n mal Fakultät von n minus 1. Und das war's schon. Ja, Sie erinnern sich noch an die iterative Lösung, wo wir mit einer Vorschleife da durchgelaufen sind von 1 bis n und dann auf dem Produkt immer aufmultipliziert haben und am Ende das Produkt zurückgegeben haben. Hier haben wir jetzt eine wesentlich eleganter formulierte Lösung für diese Aufgabe, die jetzt eben rekursiv definiert ist. Schauen wir uns das einmal an. Wir nehmen an, wir rufen das auf, wir wollen 4 Fakultät berechnen. Das ist also jetzt Fakultät von 4. Fakultät von 4 ist jetzt aber genau 4 mal Fakultät von 3. Und das ist jetzt genau 3 mal Fakultät von 2. Zweimal Fakultät von 1 und das ist einmal Fakultät von 0 und das ist jetzt tatsächlich die 1. Ja? Und jetzt steht hier in diesem Return immer drin n mal die Fakultät. Was passiert also? Es wird immer zuerst der rechte Teil ausgewertet. Der ist ja schon ausgewertet, das n kommt ja hier rein. Ja? Da muss nichts mehr ausgewertet werden. Das heißt, wir gehen immer zuerst in diesen Aufrufbaum rein, das nennt sich der Aufrufbaum. Und irgendwann, wenn wir unten an der Abbruchbedingung angekommen sind, dann werden die Ergebnisse zurückgeliefert. Jetzt wird also gerechnet, 1 mal 1. Ja? Das ist die 1 und die wird hierhin zurückgeliefert. Jetzt wird 2 mal 1 gerechnet. Die 2 wird hierhin zurückgeliefert. Jetzt wird 2 mal 3 gerechnet. Die 6 wird zurückgeliefert. Und 4 mal 6 ist 24. Die 24 wird zurückgeliefert. Ja, also der erste Aufruf liefert dann die 24 zurück. So, machen wir noch ein einfaches Beispiel.
Nehmen wir mal 2 hoch n. Wie ist 2 hoch n definiert? Ja, 2 hoch n ist 1, falls n gleich 0 ist. Ja, das wissen wir. Und wenn Sie sich jetzt 2 hoch n anschauen, wie kann man das jetzt rekursiv definieren? Also wie kann man, indem man dieses Problem verkleinert, eine Formulierung für 2 hoch n finden? Ja, wir wollen sozusagen wieder so einen Aufruf machen, 2 hoch irgendwas. Wie wird denn das irgendwas wahrscheinlich sein, was ich da hinschreiben muss? Ja? Genau. 2 mal 2 hoch n minus 1. Ja, also wir wissen, 2 hoch n können wir nicht berechnen, viel zu kompliziert. Aber 2 mal können wir in jedem Fall eine Zahl verdoppeln. Und dann sagen wir, ja, sollen sich da andere drum kümmern. Und rein zufällig sind wir selbst natürlich diese anderen, weil wir die Methode schreiben, die das so tut. Aber das ist schon die ganze Definition. Ja, mehr muss ich da jetzt nicht aufschreiben. So, und das ist jetzt wieder genau dasselbe. Hier nehme ich einfach die rekursive Definition her und schreibe die ab. Also wenn das n gleich 0 ist, dann sage ich return 1 und ansonsten sage ich return 2 mal 2 hoch n minus 1. Und hier passiert jetzt wieder genau dasselbe. Das n wird immer kleiner. Das 2 mal sammelt sich auf dem Weg an. Und irgendwann kommen wir mit einer 1 zurück. Und dann wird 1 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 und so weiter gerechnet, bis wir dann letzten Endes das 2 hoch n ausgerechnet haben. So, dann machen wir noch ein Beispiel. Sie erinnern sich noch an das GGT, an die Turbo-Euklid-Variante vom GGT? Wer weiß noch, wie das ging? Wir hatten x und y waren 60 und 18. Und ja. Na, das ist die ganz einfache Variante. Genau. Wir teilen das Größere durch den Kleinen, also wir teilen den ersten durch den zweiten und nehmen den Rest. Wohin wird der Rest geschrieben? Der Rest wird was? Welche der beiden wird der Rest? Nee. Also wie war das Schema? Wir nehmen die hintere nach vorn und der Rest kommt hier hin. Ja? Und im nächsten Schritt machen wir wieder die hintere nach vorn und der Rest kommt hier hin. Wie ist der Rest? Bitte? 0. Und der nächste Schritt? Gibt keinen nächsten Schritt mehr, genau. Sobald der hintere 0 geworden ist, ist der vordere der GGT. Ja, das ist die Idee vom Turbo-Euklid. So, wie können wir das jetzt in eine rekursive Definition übersetzen? Also wann hören wir auf? Ja? Wenn y, genau,
gleich 0 ist. Und was liefern wir da zurück? Ja? X. Ja? Das ist genau diese Zeile hier unten. Wenn wir herausfinden, y ist 0, dann liefern wir x zurück. So, wie sieht das für sonst aus? Was ist denn sonst der GGT? Wie können wir den jetzt rekursiv, ja? Ja, x ist 0 y und x wird kein y. Sagen Sie mal an, was muss ich jetzt da reinschreiben? X Modulo Y ist nicht richtig. Sagen Sie mal. Der neue X hier ist ein Y-Wert, also der ist Y, und der zweite Wert ist X Modulo. Genau, ja, in einer anderen Reihenfolge. Y und X Modulo Y sonst. Dass das jetzt so funktioniert, das sieht man jetzt nicht auf den ersten Blick. Ja, da müssen Sie gegebenenfalls zu Hause mal noch einen Moment drüber nachdenken, warum das jetzt wirklich auch wieder der GGT ist. Aber das ist genau das, wie wir es iterativ auch aufgeschrieben haben. Wir machen in der Schleife immer wieder dasselbe und ändern nur diese beiden Werte auf eine geeignete Weise. So, wenn wir das jetzt mal aufschreiben... Dann haben wir hier public static int ggt von int x und int y. Ja, und jetzt ist genau wieder dasselbe. Ja? Wenn ich so eine rekursive Definition einmal habe, dann schreibe ich sie einfach ab. Also falls y gleich 0 ist, geben wir x zurück. Und ansonsten geben wir zurück den GGT von y, x modulo y. Und das war's schon. So, was fällt uns denn jetzt hier bei diesen drei Methoden auf, die ich hier angeschrieben habe? Die sind ja strukturell anders als die bisher bekannten. Die haben ja. Was fehlt denn da? Bisher haben wir ja immer eine ziemliche Verrenkung angestellt, um diese Sachen auszurechnen, und jetzt geht es plötzlich so einfach. Was fehlt denn hier jetzt? Wie bitte? Ausgeben. Nein, was fehlt in den einzelnen Methoden? In jeder dieser Methoden fehlt dasselbe. Ja? Man braucht keine Schleife, genau. Die Schleife, die steckt jetzt implizit in diesen Aufrufen drin. Hier, ja? Und hier. Ich hatte ja vorhin gesagt, oder Sie erinnern sich ja, wir mussten ja immer das Ergebnis zwischenspeichern, so den aktuellen Stand des Ergebnisses. Musste ja immer was dran multipliziert werden in der Schleife. Oder hier beim GGT. Da musste man ja sogar mit dieser temporären Variablen was hin und her kopieren und solchen Kram machen. Und das brauchen wir jetzt alles nicht mehr. Das macht der Stack für uns. Ja? Diese Werte, die liegen halt auf dem Stack und werden dann, wenn die Methode zurückkommt, also auf dem Weg aus der Abbruchbedingung nach oben, werden die eben wieder vom Stack runtergenommen und dann ist sozusagen, wir missbrauchen praktisch den Stack der Laufzeitumgebung als Zwischenspeicher für unsere Werte. Deswegen brauchen wir keine eigenen Variablen zu definieren. Und wir benötigen eben auch keine Schleifen, weil wir diese Schleifenidee halt durch diese geschachtelten Aufrufe hier abbilden. Ja, und das ist eben eine sehr elegante Variante, wie man solche Informatikprobleme lösen kann. Ich will einmal das Schema aufschreiben, das ist ganz einfach. Wir haben immer eine Abbruchbedingung
Und als zweites immer ein Rekursionsschritt. Kann die Abbruchbedingung nach dem Rekursionsschritt stehen? Warum nicht? Genau, sonst wird die Abbruchbedingung nie geprüft. Wenn zuerst der Rekursionsschritt kommt, dann rauscht er in den Keller rein und irgendwann ist die Bodenplatte erreicht und Schluss. Genau, also das ist das Schema. Zuerst die Abbruchbedingung, dann der Rekursionsschritt. Das können jetzt auch mehrere sein. Es kann also sein, dass dieser Rekursionsschritt deutlich komplexer ist als das, was wir hier jetzt aufschreiben. Ja, das werden wir nachher in einem Beispiel gleich noch sehen. Das aber erstmal dazu. So, dann möchte ich jetzt mal ein etwas komplexeres Beispiel Ihnen noch vorstellen. Und zwar gab es um das Jahr 1180 herum einen Herrn Leonardo da Pisa. Der war, das ist jetzt nur so eine Geschichte, ja, das müssen wir nicht mitschreiben. Ich zeichne die Vorlesung übrigens wieder auf. Ich weiß nicht, ob Sie es alle mitbekommen haben, mache ich jetzt immer mit dem Videokram hier. Leonardo da Pisa hatte eine sehr, sehr wichtige Entdeckung gemacht. Er hat nämlich auf seinen Reisen durch Arabien die Null gefunden. Das kannte man in Europa vorher noch nicht. Sie kennen vielleicht die römischen Zahlen noch aus dem Lateinunterricht oder vielleicht auch aus dem Matheunterricht. Das war ja eher so eine relativ komplizierte Geschichte mit relativ vielen Zeichen, die man da schreiben musste. Da hat man halt eine 42 nicht einfach als 4-2 aufgeschrieben, sondern brauchte man vier Zeichen und da musste subtrahiert werden und addiert werden und lauter so ein Kram. Das heißt, wenn man da 1180 in so eine Marmortafel meißeln wollte, brauchte man relativ viele Zeichen. Und der hat eben die Null aus Arabien mitgebracht. Und die Null war ja praktisch ein bahnbrechendes Konzept. Durch die Null gelingt es uns ja überhaupt erst, den Wert einer Ziffer durch ihre Stelle zu definieren. Ja? Dadurch, dass jetzt die Null dahinter steht, ist die 8 80 wert. Wenn die Null nicht da wäre, wäre es nur eine 8. Ja? Also durch die Null können wir im Dezimalsystem halt die Wertigkeit von Ziffern entsprechend ihrer Stelle bestimmen. Und dieser Leonardo da Pisa, der war auch bekannt unter dem Namen Fibonacci. Weil sein Vater Bonacci hieß und er war der Filius von dem. Und der hat eine Zahlenreihe gefunden, die nennt sich die Fibonacci-Zahlen. Und diese Fibonacci-Zahlen, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu, die ist aber gar nicht wichtig. Ich erzähle es jetzt einfach mal trotzdem, weil sie ihm zugeschrieben wird und weil sie irgendwie dazugehört. Die Idee ist, man hat am Anfang, also es geht um Karnickelpärchen. Ja, wie vermehren sich Karnickelpärchen? Also die Karnickelpärchen, deren Lebenszweck ist es, sich zu vermehren im Prinzip. Und die Regel, die dabei gilt, ist, ein Karnickelpärchen ist im ersten Monat noch nicht geschlechtsreif und ab dem zweiten Monat bekommen die ein weiteres Karnickelpärchen. Und alle Karnickel sind unsterblich. Und die Frage ist, nach n Monaten, wie viele Karnickel da sind. Ja, wir schreiben das einmal auf. Also wir haben im Monat 0, Monat 1, 2, 3, 4 und so weiter.
Oder hatte ich mit 1 angefangen? Ja. Ich fange mal mit 1 an. Es gibt verschiedene Definitionen, ob der erste Monat 0 oder 1 ist. Ich fange mal mit der 1 an. So. Also das hier ist der Monat. Und das ist die Anzahl Kaninchen. Im ersten Monat haben wir ein Pärchen. Wie viele Kaninchenpärchen haben wir im zweiten Monat? Ja? Immer noch 1. Ja? Die wissen noch nicht, wie es geht. Und da passiert also gar nichts. Wie sieht es im nächsten Monat aus? Wie viele Pärchen haben wir jetzt? Zwei. Warum? Genau. Das Pärchen hat jetzt ein weiteres Pärchen bekommen. So, und jetzt haben wir zwei verschiedene Sorten von Karnickelpärchen. Jetzt haben wir ein Pärchen, was nicht geschlechtsreif ist, und eins, was geschlechtsreif ist. Ja? Wie viele haben wir im nächsten Monat? Wie viel? 3. Ja? Das erste Pärchen bekommt ein weiteres Pärchen dazu, das zweite ist noch nicht geschlechtsreich und das dritte ist das neue. So, im nächsten Monat. Wie sieht es da aus? 5. So, und jetzt geht die Post ab hier. Genau, einige von Ihnen haben wir jetzt wahrscheinlich die Bildungsvorschrift entweder schon gesehen oder Sie kennen sie schon. Die Idee ist immer, die n-te Fibonacci-Zahl, diese Zahlen, die nennt man die Fibonacci-Zahlen. Und jetzt können wir nämlich auch diese Kaninchen-Idee wieder vergessen. Die n-te Fibonacci-Zahl ist die Summe der n-1. Und der n-2. Fibonacci-Zahl. So wie ich es jetzt gesagt habe, ist praktisch die rekursive Definition schon drin. Ja? Wenn wir das jetzt also mal als rekursive Definition aufschreiben, hoppla, dann ist FIB, also die n-te Fibonacci-Zahl, ist 1, falls n kleiner gleich 2 ist. Und sonst? Ja? Und wie muss ich das in diese Notation jetzt aufschreiben? Genau, FIB n-1 plus FIB n-2. So, das übersetzen wir jetzt mal in ein Stück Quellcode. So, hier haben wir wieder die Abbruchbedingung, also wenn n kleiner gleich 2 ist, dann wollen wir 1 zurückgeben und ansonsten geben wir zurück, ja, das, was hier steht. So,
Ist das eine gute Idee? Also wir haben jetzt unser Problem nicht in ein kleineres zerlegt, sondern in zwei kleinere. In eins, was um eins kleiner ist und in eins, was um zwei kleiner ist. Ist das schlau? Unbegrenzt Rechenleistung haben wir nicht. Sie haben recht. Es ist keine gute Idee, weil wir sehr viel Rechenzeit sinnlos verplempern. Ich will das einmal aufschreiben. Nehmen wir mal an, wir wollen die 42. Fibonacci-Zahl berechnen. Dann brauchen wir dazu die 41. und die 40. Jetzt wollen wir die 41. Fibonacci-Zahl berechnen. Dazu brauchen wir die 40. und die 39. Das ist jetzt auch wieder der Aufrufbaum, ja? Wenn wir die 40. berechnen wollen, brauchen wir die 39. und die 38. Wenn wir die 40. berechnen wollen, brauchen wir die 39. und die 38. Was ist jetzt das Problem? Ja? Nicht nur doppelt und dreifach, sondern noch viel, viel öfter. Genau, das ist der Punkt. Ja? Wenn wir hier einmal die 40. Fibonacci-Zahl berechnet haben, haben wir das Ergebnis hier schon längst wieder vergessen. Ja? Das heißt, die Sachen werden, die Zahlen, die Werte werden vielfach berechnet, immer wieder neu. Und wir haben jetzt hier nicht mehr lineare Laufzeit, sondern wir haben jetzt hier was Exponentielles. Also das Problem, das fliegt uns jetzt ganz schnell um die Ohren. Ja? Der Algorithmus lässt sich sehr elegant aufschreiben, aber er ist überhaupt nicht effizient. Das kann passieren. Ja, das kann also sein, dass Rekursion besonders effizient ist, es kann aber auch sein, dass Rekursion besonders ineffizient ist. Das hängt von dem Problem ab. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, diese Fibonacci-Zahlen, wie würden Sie das denn iterativ lösen? Wenn man da auf die Tabelle schaut hier. Wie würde man das machen? Bloß so von der Konzeptidee, ja? Genau, man würde mit einer Vorschleife da durchlaufen. Was bräuchte man in dieser Vorschleife? Eine Hilfsvariable, nicht so sparsam. Wie viele brauchen wir? Ja, wir brauchen eine für, wenn wir jetzt bei der 13 sind, brauchen wir eine für den Vorgänger, eine für den Vorvorgänger. Und eine für den aktuellen Wert, wo wir dann am Ende das Ergebnis drin abliefern. Ja, also wir brauchen drei Hilfsvariable. Und wir müssen bei jedem Schleifendurchlauf irgendwie clever diese Werte umkopieren, damit es im nächsten Schleifendurchlauf der aktuelle Vorgänger, der neue Vorvorgänger ist und der aktuelle Wert der neue Vorgänger und so weiter. Ja. Und dann laufen wir wie oft durch die Schleifen durch? Also wie oft wird die Schleife ausgeführt? Ja? N minus zweimal, also n mal so über den Daumen. Ja? Also wir haben n Durchläufe und hier haben wir irgendwas in der Größenordnung von 1,6 hoch n. Wie viel es genau ist, werde ich Ihnen im nächsten Semester in Algorithmen Datenstrukturen zeigen. Okay, jetzt wollen wir uns noch ein weiteres Problem anschauen. Also das war jetzt ein Problem. Wir haben eine sehr elegante rekursive Beschreibung, die sehr ineffizient ist. Und wir haben das Problem in zwei kleinere Teilprobleme zerlegt. Jetzt möchte ich Ihnen ein Problem vorstellen, was Sie wahrscheinlich auch schon kennen, was rekursiv sehr elegant zu lösen ist. Und iterativ nur mit extremen Verrenkungen. Und dazu brauchen wir diese Schilder hier.
Und ich habe meinem Sohn heute Morgen seine Spielwürfel geklaut. So. Okay, das Spiel heißt Die Türme von Hanoi. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob Sie schon mal davon gehört haben. Man hat 3 Plätze. Eigentlich geht das mit Scheiben. Ich werde dann nachher den Quellcode auch mit Scheiben anschreiben. Das sind so Scheiben, die man auf solche Pins draufsteckt. Das kann man so auf dem Weihnachtsmarkt auch kaufen, glaube ich. Und die Idee ist jetzt, oder das Ziel ist, diesen Turm hier vom Start zum Ziel zu verlagern. Dann werden Sie jetzt sagen, ja, das ist ja ganz einfach, das mache ich einfach so. Aber das ist natürlich nicht zulässig. Es gibt noch eine Regel, die da besagt, dass ein größerer Würfel nie auf einem kleineren Würfel stehen darf. Und deswegen wird die ganze Sache so ein bisschen kompliziert. So, ich versuche es jetzt einmal hinzukriegen. Man darf also immer alle Plätze als Zwischenlager benutzen. Und wir wollen jetzt hier hin, hier ist Ziel, genau. So, jetzt mal einmal kurz nachdenken. Ich zähle mal dabei mit. 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, falsch. Also nochmal, Verzeihung. Okay, also nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und jetzt 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So. Okay. Also ich habe mir jetzt ziemlich einen abgebrochen hier, um diesen Würfelstapel darüber zu bekommen. Gut. Aber Prinzip ist klar. Und das wollen wir uns jetzt einmal überlegen, wie man das in Quellcode abbilden kann. Oder als rekursive Lösung abbilden kann. So, also wir haben diese drei Pins und das Ziel ist jetzt, das nennen wir jetzt mal A, das nennen wir B, das nennen wir C und das Ziel ist jetzt, diese Scheiben von A nach C zu kriegen. Und wir wollen ein Programm schreiben, was uns Anweisungen ausdruckt, was also sagt, lege die Scheibe 1 von A nach B. Und dann lege die Scheibe 2 von A nach C. Und dann lege die Scheibe 1 von B nach C. Und so weiter. Ja? Also so, das Programm soll die Anweisung ausdrucken, nach denen wir diese Türme hin und her schieben können. Welche Scheibe ist denn am schwierigsten zu verlegen? Welche? Die größte, ja, die Scheibe N. Damit wir die Scheibe N verlegen können, was muss denn dann eingetreten sein? Wie muss die Situation sein, damit diese Scheibe hier verlegt werden kann? Ja? Dass es oben keine Scheibe mehr gibt, das reicht aber noch nicht als Bedingung. Es muss noch mehr gelten, ja? Also wir sagen mal, das hier sind jetzt N-1 Scheiben. Also, dass es keine mehr drüber gibt und die müssen verlegt sein, das stimmt alles, aber das muss noch mehr gelten. Ja? Und auf welchem? Wir wollen den ganzen Stapel nach C
Genau, dann müssen die n-1 Scheiben, die müssen auf B liegen. Ja, also wenn wir das irgendwie hinkriegen, dass wir diese n-1 Scheiben aufs Zwischenlager verfrachten, dann liegt ja hier oben nichts mehr. Und dann kann ich jetzt die Scheibe N nehmen und kann die hier hinlegen. Und dann sieht die Welt so aus. Ja, wir haben jetzt im Prinzip zwei Operationen gemacht. Wir haben jetzt erstmal irgendwie dafür gesorgt, dass dieser Haufen hier wegkommt. Wie auch immer wir das getan haben. Und dann haben wir die größte Scheibe hier rüber geschmissen. Und was müssen wir jetzt noch tun? Ja? Und zusammengefasst müssen wir jetzt was tun? Also wenn wir das jetzt, wenn wir jetzt das, was Sie gerade sagten, das ist immer wieder wiederholen, wenn wir das jetzt zusammenfassen zu einer Operation, muss was passieren? Nee, nicht rekursiv. Wir reden jetzt im Moment gar nicht über rekursiv. Was muss denn jetzt in der Situation passieren, wenn Sie es mit... Ja? Nee, jetzt müssen n-1 Scheiben hier rüber, oder? Wir haben doch vorhin n-1 Scheiben hier weggenommen und hier hingelegt. Ohne zu wissen, wie das geht. Dann haben wir die Scheibe, die große, hier hingelegt. Ja, damit wir fertig werden, müssen wir jetzt die n-1 Scheiben, die wir vorhin da runtergenommen haben, wieder hier oben drauf haben. Oder? So. Und das würde ich sagen, das schreiben wir jetzt mal auf. Also, was ist der erste Schritt? Legen. n-1 Scheiben von A nach B. Das nächste war Legescheibe N von A nach C. Dann lege n-1 Scheiben von B nach C. Das waren jetzt die drei Operationen, die wir gerade gemacht haben. So, und das wollen wir jetzt mal in Quellcode gießen. Und dann passiert was ganz Überraschendes. Also wir wollen jetzt eine Methode schreiben, die Ausgaben macht in der Art, lege die Scheibe 2 von B nach C, lege die Scheibe 3 von A nach B und so weiter. Ja? Das ist also das, was jetzt diese Methode tun soll. Die nenne ich jetzt mal public. Diese ganzen Methoden, die gibt es auch alle im SVN, ja? Void, Türme von Hanoi. So, was müssen wir in diese Verlegermethode reingeben? Wir müssen reingeben die Anzahl der Scheiben. Und wir müssen reingeben die Namen dieser drei Plätze. Ja, ich hatte die ja vorhin Start, Lager und Ziel genannt. Ich schreibe das hier mal drunter. Start,
Zwischenlager und das Ziel. So, und um das jetzt ein bisschen einfach zu gestalten, sagen wir einfach, jeder dieser Plätze kann einen Charakter als Namen haben, so wie hier ABC. Ja, wir sagen jetzt einfach, das ist ein Charakter, damit die Ausgabe leicht funktioniert. Also, es gibt also einen Start, es gibt ein Lager und es gibt ein Ziel. So, und jetzt programmieren wir das da einfach. Also diese Methode, Türmer von Hanoi, die macht genau diese Verlegeroperation. Das heißt, das Erste, was sie tun muss, ist n-1 Scheiben von Start nach Lager zu legen. Eine Sache müssen wir jetzt noch berücksichtigen. Was hatte ich gesagt? Was sollen Sie bei Rekursion immer als Erstes rufen? Ja? Abbruchbedingung. Wann? Also was ist die einfachste Situation hier? Also wann müssen wir das alles dann nicht machen? Ja? Ja? Na, wenn N1 ist, müssen wir die Scheibe rüberschmeißen. Was ist noch einfacher? Also wenn keine Scheibe zu verlegen ist. Ja, das ist das Einfache. Wenn man nichts zu tun hat, ist am besten. So, also, wenn N0 ist, müssen wir nichts machen. Jetzt sehen wir eine neue Sorte von Abbruchbedingungen. Bisher war das ja immer so, wir hatten so eine Abbruchbedingung, N hat irgendeinen Wert und für diesen Wert liefern wir was zurück. Wir können aber auch eine Abbruchbedingung in der Form machen, n hat irgendeinen Wert oder was auch immer wir dort in diese Methode reinwerfen, ja, es muss nicht immer nur eine Zahl sein, hat irgendeinen Wert und für diesen Wert soll die Methode einfach gar nichts machen. Ja, und dann schreibe ich hier if n größer 0 und hier unten ist die Klammer zu und hier unten endet dann auch die Methode und für den Fall, dass n gleich 0 ist, machen wir einfach nichts. Dann endet die Methode und kehrt zurück. So, und jetzt können wir das hier einfach so runterschreiben. Also lege n-1 Scheiben von A nach B. Wie schreiben wir das auf? Naja, Türme von Hanoi, n-1. So, und da wollen wir jetzt einfach mal gucken. Von A ist unser Start. Start ist der erste hier, also von Start nach B. B ist das Lager und das wollen wir jetzt aber als Ziel betrachten. Ja? Wir wollen ja diese n-1 Scheiben aufs Lager legen. Also hier geben wir mal an, wo geht's los, von wo sollen die Scheiben genommen werden. Der zweite Parameter gibt an, welches darf als Zwischenlager benutzt werden? Und der dritte gibt an, wo alles hin soll. Und für den Fall n-1, das hatten wir ja schon festgestellt, ist das der Start, das das Ziel und das da das Zwischenlager. Also, Ziel ist das Zwischenlager und wir wollen den ganzen Kram aufs Lager legen, klar. Wenn das auf dem Lager liegt, können wir die große Scheibe nehmen und aufs Ziel legen, ja? Sind doch Charakter. Steht doch hier, Charakter. Das sind die Namen der Variablen. Der Methodenaufruf nachher, der sieht, da haben Sie natürlich recht. In der Main-Methode rufen wir dann auf Türme von Hanoi 5 A, B, C. Da kriegen die dann einen Namen. Ja? Das ist jetzt nur die Bezeichnung der Variable.
damit wir wissen, worum es geht. Also damit wir einen entsprechenden Namen haben. Ja, das ist der Name der Variable, das ist, wie wir sie beim Aufruf wirklich nennen. So, jetzt habe ich aber hier Unsinn hingemalt. Das haben wir jetzt erledigt. Jetzt wollen wir die Scheibe N von A nach C legen. Und was sollte unsere Methode nochmal machen? Was sollte die? Was war das Ziel? Ja? Die soll das dann ausgehen. Genau, also das wäre jetzt der richtige Augenblick, um unsere Methode mal was ausgeben zu lassen. Ja? Da machen wir jetzt also System.out.println. Und dann lege plus n von a nach c, das ist also von Start nach Ziel. Nach Ziel. Also, lege die Scheibe 5 von A nach C, würde das jetzt ausgeben, wenn wir es so aufgerufen hätten. Und jetzt kommt der dritte Teil, das ist wieder der Aufruf dieser Methode. Lege n-1 Scheiben von Lager, also unser Start. Ja? Das erste ist immer der Start ist diesmal das Lager. Über das Lager, unser, oder wohin wollen wir legen? Nach C, C ist das Ziel, also nach Ziel. Und dann bleibt als Zwischenlager natürlich nur noch hier der Pin Start übrig. Und das ist alles. Das ist die ganze Lösung. Wir müssen uns jetzt nicht irgendwie noch einen abbrechen und irgendwie ausrechnen, von welchem Pin nach wo wir was verschieben müssen, sondern das ist so verblüffend, wie es ist und so wenig, wie man es jetzt auf den ersten Blick sieht, tatsächlich das, was jetzt alle Druckoperationen oder alle Verschiebeoperationen ausgibt. Die Logik, die das macht, die steckt hier drin. Die steckt hier drin, dass wir diese Pins immer unterschiedlich verwenden. Dass wir auf jeder Ebene, also wenn wir eine Ebene tiefer kommen, ist dann halt der Start nicht mehr der Start, sondern das Ziel plötzlich. Ja? Also dadurch, dass wir hier verschieben, diese drei Pins, dass die für jede Ebene eine andere Bedeutung haben, dadurch funktioniert dieses Verfahren. Und das ist jetzt was ich vorhin meinte mit, fangen Sie nicht an, sich das Hirn zu verknoten, sondern wenn Sie sich einmal überlegt haben, dass es so gehen muss, dann programmieren Sie es so und testen, ob es stimmt. Ja? So, und jetzt wollen wir mal wissen, wie viele Verlegeoperationen, achso, genau, das ist der Aufruf, ja? So wird in der Main-Methode dann letzten Endes aufgerufen und dann wird da so eine Latte von Ausgaben auf die Konsole rausgespuckt. Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie hoch der, also wie viele Ausgaben oder wie viele Verlegeoperationen wir denn eigentlich wirklich machen müssen. So, wir nehmen mal an, wir hätten eine Funktion, die uns sagen kann, wie viele Verlegeoperationen wir benötigen für ein bestimmtes n. Also wir haben eine Funktion f, die bildet ab von n nach n und die ist für die Anzahl der Verlegeoperationen
So, also. Was wissen wir denn über die Verlegeoperation? Was haben wir denn vorhin festgestellt? Was war der einfachste Fall? Was war jetzt die einfachste Verlegeoperation, die wir machen können? Hier. Ja? Nichts tun. Genau. Ja? Also, wenn unser N 0 ist, dann müssen wir auch nichts verlegen. Und die Funktion, die müssen wir jetzt rekursiv definieren. Für f von n, also f von, sagen wir mal, f von 5, was wissen wir denn darüber, wenn wir uns den Algorithmus anschauen? Was wissen wir denn über die Anzahl der Verlegeoperationen, wenn f 5 ist zum Beispiel? Also wie viele Verlegungen machen wir bei einem Methodenaufruf, wie viele Scheiben werden auf jeden Fall verlegt, wenn n nicht 0 ist? Ja, sagen Sie mal. Oder Sie? Eine. Hier. Das ist die Verlegeoperation, die bei diesem Methodenaufruf stattfindet. Und welche Verlegeoperationen kommen jetzt noch dazu? Hier machen wir eine bei dem Aufruf, aber es kommen ja noch welche dazu. Ja? Es kommen die noch dazu und die noch dazu. Wie viele Verlegeoperationen machen wir denn hier? Eine plus die beiden, die wieder aufgerufen werden. Genau. So, wenn wir jetzt die Methode mit n aufrufen, was war denn dann jetzt genau die Idee von dieser Funktion? Wie ist die Anzahl der Verlegeoperationen? Das ist genau das, was hier steht. Sie können jetzt keinen konkreten Wert angeben. Aber wie ist jetzt die Idee dieser Definition? Ich rufe die Methode auf mit n. Wie viele Verlegeoperationen mache ich dann nach dieser Funktion? F von n, oder? Die Anzahl der Verlegeoperationen, wenn ich die Methode mit n aufrufe, ist f von n. Wie viele Verlegeoperationen mache ich denn, wenn ich die Methode aufrufe mit n minus 1? Ja? F von n minus 1, genau. Also, wir machen f von n minus 1 Verlegeoperationen hier. Das ist ja genau das, wie die Methode, wie die Funktion definiert ist. Dann machen wir die eine hier und dann machen wir hier nochmal f von n minus 1. So, und das sind jetzt 2f von n minus 1 plus 1, ja? So. Und das wollen wir jetzt aber mal in eine Wertetabelle aufschreiben. Ja? Also wir schreiben jetzt einmal auf 0. Moment. Also wir haben hier n und f von n. Wenn n 0 ist, dann ist f von n 0. Wenn n 1 ist, dann ist f von 1, f von 0 plus 1 plus f von 0.
f von 0 ist 0, also 0 plus 1 plus 0 ist 1. Wenn das 2 ist, ist das 2 mal f von 1 plus 1. Wie viel f von 1 ist, steht aber hier. Also 2 mal 1 plus 1 ist 3. Wenn n 3 ist. 2 mal 3 plus 1 ist 7. Wenn es 4 ist. 2 mal 7 plus 1 ist 15. Wenn es 5 ist. 2 mal 15 plus 1 ist 31. Wenn es 6 ist, 63. Wenn es 7 ist, 127. Wem kommt die Zahlenreihe so ansatzweise bekannt vor? Ja? 2 hoch n minus 1, genau. Also wir vermuten, wir behaupten, f von n ist 2 hoch n minus 1. So, und wie finden wir jetzt raus, ob das wirklich stimmt? Ja? Man könnte Werte ausprobieren und dann das Programm nachschauen. Und wie machen wir das, wenn n 3.876.417 ist? Dann brauchen wir viel Zeit, genau. Nein, wir wollen das ja, also ja, kann man so machen, aber wir wollen sowas ja allgemein lösen. Wir wollen ja sozusagen eine Aussage für alle n treffen. Ja, also dass das jetzt für die ersten 20 n irgendwie offensichtlich zu sein scheint, ist, ist einsichtig, aber wir wissen nicht, ob das so wirklich stimmt. So. Und wie kann man das machen? Man kann es mit Hilfe vollständiger Induktion beweisen. Wollten Sie das gerade sagen? Genau. Also wir behaupten, f von n ist 2 hoch n minus 1. Und der Induktionsanfang ist f von 0 ist 2 hoch 0 minus 1. Und das ist 0. Und das ist doch das, was wir hier sehen. Und das ist auch das, wie die Funktion ja definiert ist. Ja? Also der Induktionsanfang ist erfüllt. Jetzt machen wir eine Annahme. Wir nehmen jetzt an, wir hätten das bis n-1 bewiesen. Haben wir ja auch, weil unser n ja 1 sein kann. Ja? Wenn unser n 1 ist, dann haben wir es für f, dann haben wir es für n minus 1 bewiesen. So, und jetzt müssen wir das einmal aufschreiben. Jetzt nehmen wir also unsere Formel hier oben her und sagen jetzt also, machen jetzt den Schritt, den Induktionsschritt. F von n ist 2 mal f von n minus 1 plus 1. Und unter der Annahme, dass wir das bis n minus 1 bewiesen haben, darf ich jetzt hier was tun? Wir behaupten, das hier gilt. Wir nehmen außerdem an, für n-1 wäre es bewiesen. Wie darf ich jetzt diesen Term umwandeln? Nein, ja? Nicht jede beliebige Zahl. Wir können jetzt eine ganz bestimmte Zahl einsetzen. Wir gehen jetzt davon aus, für n minus 1 wäre das bewiesen, dass das hier gilt.
dann kann ich ja jetzt die Formel nehmen und hier einsetzen. Ja, f von n ist 2 hoch n minus 1. Die müssen wir jetzt umwandeln in f von n minus 1. Das heißt, wir sagen jetzt 2 mal f von n minus 1 wäre dann das, also 2 hoch n minus 1. Jetzt machen wir wirklich die Ersetzung. Minus 1. Und dann kommt hier noch das plus 1 dazu. So, das können wir jetzt ausrechnen. Das ist also 2 mal 2 hoch n minus 1 ist 2 hoch n. Minus 2 plus 1. Und das ist eben genau 2 hoch n minus 1. So einfach ist vollständige Induktion. So, das heißt, wir sehen jetzt, dass f von n, also die Anzahl der Schritte bzw. der Verlegeoperationen, tatsächlich in diesem Zusammenhang steht. Dass wir also 2 hoch n minus 1 Verlegeoperationen machen müssen für eine bestimmte Scheibenzahl. Was wäre denn passiert, wenn ich jetzt hier, ich habe 7 Würfel mit, wenn ich die 7 Würfel genommen hätte, das steht hier, das wären 127 Operationen gewesen. Nehmen wir mal an, ich hätte 10 Würfel gehabt. Wie viel wären das? Bitte? 1023, genau. Wie wäre es bei 20? Also, das sind Zahlen, die Sie immer wieder brauchen. Das ist so über den Daumen 1 Million. Ja, also 2 hoch 20 ist über den Daumen 1 Million. Und das kann man sich jetzt auch leicht überlegen, weil das ja im Prinzip 2 hoch 10 mal 2 hoch 10 ist und 2 hoch 10, hatten wir gerade festgestellt, ist in der Größenordnung von 1000. So. Was haben wir jetzt hier festgestellt? Wenn wir es schaffen, ein Problem rekursiv so zu zerlegen, dass es um 1 kleiner wird, dass das um 1 kleinere Problem aber zweimal gelöst werden muss und dann noch ein Schritt dazu kommt, dann haben wir einen Aufwand von Methodenaufrufen, der in der Größenordnung 2 hoch n liegt. So eine Lösung, die macht man nur, wenn man gar keine andere Möglichkeit hat. Ja, das ist ziemlich teuer, also ziemlich aufwendig. Wenn wir das n um 1 erhöhen, verdoppelt sich der Aufwand, der Rechenaufwand. Also das ist nah an der Höchststrafe. Ja. Und das heißt, Rekursion kann ein probates Mittel sein, um Probleme elegant und effizient zu lösen. Es ist aber auch immer sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie effizient die Lösung, die man anstrebt, tatsächlich ist und ob es möglicherweise eine iterative Lösung gibt, die weniger komplex ist. Ein Indiz für eine geringe Komplexität ist, wenn ich nur einen einzigen Rekursionsaufruf, wie wir das da oben sehen, wenn ich nur einen Rekursionsaufruf in der Methode habe, ja, wenn ich also nicht mehrere solche Aufrufe habe, sondern nur einen Aufruf habe, dann ist es ein Indiz dafür, dass man lineares Verhalten hat. Wenn man mehrere Aufrufe hat, ist es ein Indiz dafür, dass man ein wie auch immer geartetes exponentielles Verhalten hat. Die Zahl, die hier in der Basis steht, die ist davon abhängig, um wie viel man die Teilprobleme verkleinert. Ja, wenn wir 1 um 1 verkleinern und das andere um 2 verkleinern, wie bei den Fibonacci-Zahlen hier, dann kommen wir da bei 1,6 noch was raus. Wenn man es schafft, die noch mehr zu verkleinern, dann wird die Zahl hier unten immer kleiner. Die Welt wird aber trotzdem nicht deutlich besser, weil es immer noch teuer ist. Ja? So viel zur Rekursion. Ich habe die Übungsblätter noch mit, die packe ich jetzt noch aus. Nehmen Sie sich eins mit, seien Sie fleißig und wir sehen uns nächste Woche wieder.